Servus zu einem neuen Kochvideo. Heute werde ich ein sommerliches Drei-Gänge-Menü zubereiten, bestehend aus einem Hühner-Avocado-Salat als Vorspeise, einem Lachs mit Paprikagemüse als Hauptspeise und einer Wassermelone als Nachspeise. Ich würde sagen, los geht's! Für den Hühner-Avocado-Salat braucht man 200 Gramm Hühnerbrustfilet, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Bund Radieschen, 2 Römer-Salatherzen, oder etwas Blattsalat, eine reife Avocado, 3 Esslöffel Zitronensaft, 150 Gramm Vollmilchjoghurt, 1 Teelöffel Bio-Zitronenschale, fein abgerieben, 2 Esslöffel Milch, eine Prise Zucker und Salz und Pfeffer. Als erstes muss man den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Dann das 200 Gramm Hühnerfilet mit Salz und Pfeffer würzen und in einer ofenfesten Pfanne in 2 Esslöffel Olivenöl rundherum bei starker Hitze für 2 Minuten anbraten. Danach lässt man dieses im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 10 Minuten weitergaren. Nun muss man ein Bund Radieschen in dünne Scheiben schneiden, 2 Römersalatherzen oder etwas Blattsalat putzen und in mundgerechte Stücke zupfen. Danach eine reife Avocado halbieren und den Kern entfernen. Nun das Fleisch aus der Schale lösen, in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden und mit einem Esslöffel Zitronensaft mischen. Als nächstes verrührt man 150 Gramm Vollmilchjoghurt, 1 Teelöffel fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 2 Esslöffel Milch, 2 Esslöffel Zitronensaft, etwas Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Mittlerweile sollte das Hühnerbrustfilet fertig sein. Dieses lässt man kurz auskühlen und schneidet es dann in dünne Scheiben. Zu guter Letzt muss man nur noch alles in einer Schale zusammenmischen. Und schon ist die Vorspeise fertig. Für den Lachs mit Paprikagemüse braucht man 5 Zweige Rosmarin, 50 Gramm Mandelkerne gehackt, 800 Gramm kleine neue Kartoffeln, 7 Esslöffel Olivenöl, 2 rote Paprikaschoten, 2 gelbe Paprikaschoten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Bio-Zitrone, 4 Lachsfilets, 6 Stiele Basilikum, Salz, idealerweise Meersalz und Pfeffer. Als erstes muss man den Ofen auf 220 Grad vorheizen. Dann den Rosmarin abzupfen und fein hacken. Danach nimmt man die Hälfte, mischt sie mit einem halben Teelöffel Salz, idealerweise Meersalz, und den gehackten Mandeln und streut sie auf eine Hälfte eines geölten Backblechs. Nun muss man die Kartoffeln säubern und sie längs halbieren. Danach bestreicht man die Schnittfläche mit 2 Esslöffel Olivenöl und setzt diese mit der bestrichenen Seite nach unten dicht an dicht auf die Mandeln und drückt leicht an. Jetzt muss man das Backblech im Ofen auf der mittleren Schiene für 20 Minuten circa backen lassen. Um das Paprikagemüse zuzubereiten, muss man zuerst die Paprika putzen und in 3 cm große Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken und mit 2 Esslöffel Olivenöl und dem restlichen Rosmarin mit den Paprikastücken vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Nachdem die Kartoffeln 20 Minuten im Ofen waren, nimmt man das Backblech kurz raus, gibt auf die freie Hälfte das Paprikagemüse und gibt alles für weitere 15 Minuten in den Ofen. Während das Gemüse im Ofen gart, kümmert man sich um den Lachs. Zuerst bereitet man alles vor, indem man eine Zitrone in 4 Stücke schneidet und den Lachs mit Salz und Pfeffer würzt. Sobald man damit fertig ist, lässt man den Lachs mit den Zitronenscheiben in Olivenöl bei starker Hitze von jeder Seite ca. 2 bis 3 Minuten lang anbraten. Schlussendlich muss man nur noch alles anrichten und es mit etwas Basilikum finalisieren. Für die Nachspeise braucht man nur eine Wassermelone, welche man in Stücke schneidet. Wie ich das mache, zeige ich vielleicht mal in einem anderen Video. Nun wisst ihr, wie ihr ein sommerliches Drei-Gänge-Menü machen könnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht probiert ihr es auch mal aus. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich mal kochen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Servus!